Ich möchte mit euch an einem kleinen praktischen Beispiel die Kommutativität bzw. das Kommutativgesetz in der Mengenlehre erläutern. Dazu habe ich mir zwei Mengen ausgedacht. Die erste Menge ist die Menge A mit den natürlichen Zahlen 1, 2, 3 und die Menge B mit den natürlichen Zahlen 3, 4 und 5. Auf einen Blick jetzt erstmal nichts Besonderes. Wir behaupten, dass für die Vereinigung bzw. die Vereinigungsmenge und die Schnittmenge das Kommutativgesetz, die Kommutativität gegeben ist. Das beweisen wir jetzt kurz. Wir haben also behauptet, dass der Durchschnitt von A und B exakt dem Durchschnitt von B und A entspricht. Das beweisen wir jetzt kurz, indem wir das einmal auflösen. Also 1, 2 und 3 im Durchschnitt mit 3, 4 und 5 ist gleich 3, 4, 5 im Durchschnitt mit 1, 2 und 3. So, Durchschnitt heißt die Schnittmenge. Also in Kreisen ausgedrückt, wir haben die Zahlen 1, 2, 3, 4 und 5. Zur Menge A gehört die 1, 2 und 3. Und zur Menge B gehört die 3 und die 4. Die Schnittmenge ist jetzt also diese 3 hier. Und die Behauptung ist, dass B geschnitten durch A dasselbe Ergebnis ist wie A geschnitten durch B. Das kann man hier schon visuell erkennen. Es macht keinen Unterschied, was man mit wem schneidet, ob man die beiden Kreise vertauscht oder nicht. Das Ergebnis wird immer 3 sein. Aber auch hier nochmal der Beweis dazu. Die Schnittmenge aus A und B bzw. A geschnitten B ergibt 3, denn in beiden Mengen identisch ist natürlich die 3 hier. Also schreiben wir mal als Menge die 3 hin. Und auch hier aus beiden Mengen identisch ist zu entnehmen die 3. Also wäre auch hier wiederum die 3 identisch, womit wir bewiesen hätten, dass die Kommutativität bei der Schnittmenge beziehungsweise bei der Vereinigungsmenge gegeben ist. Das Ganze will ich euch auch nochmal in der Vereinigungsmenge symbolisieren. Jetzt bilde ich nicht die Schnittmenge, sondern die Vereinigung von A und B. Dazu mache ich Folgendes. A vereinigt, ups, kein U, vereinigt mit der Menge B soll das gleiche wie die Vereinigung aus B und A sein. Und auch hier sehen wir natürlich, dass die Vereinigungsmenge aus beiden Mengen identisch ist. Denn ob wir nun A mit B vereinigen oder B mit A, es wird immer 1, 2, 3, 4 und 5 rauskommen. Das gucken wir uns aber auch noch mal einmal an. Wir sagen also A, 1, 2, 3 vereinigt mit 3, 4 und 5 soll identisch sein wie 3, 4 und 5 vereinigt mit 1, 2 und 3. Auch das wieder aufgelöst. Vereinigung heißt, die Elemente, die identisch sind
und die nicht identisch sind. Es fallen also quasi alle hinein. 1, 2, 3, 4 und 5. Also diese Teilmenge sowie diese bzw. die auch. Wir schreiben allerdings nicht 1, 2, 3, 3, 4 und 5. Identische Werte werden nicht übernommen. Also schreiben wir 1, 2, hier die 3, die haben wir hier auch, dann die 4 und die 5 und das gleiche nochmal für hier drüben. 3 ist wieder in beiden drin, 4, 5, 1 und 2. Und auch wenn das jetzt hier eine andere Sortierung aufgrund der Reihenfolge ist, sehen wir schon, dass die beiden Mengen, die hier entstanden sind durch die Vereinigung, identisch sind. Insofern sind die beiden kommutativ und die Kommutativität aufgrund des Kommutativgesetzes ist gegeben.